Ich bin phänomenal überrascht, total dankbar für das, was das Team geleistet hat und bin überglücklich. So deutlich konnte das niemand erwarten. Mir ist seit Wochen eine extreme Wechselstimmung entgegengeschwappt. Der Wunsch nach Veränderung war also greifbar. Gleichzeitig bin ich ein bodenständiger Mensch und dementsprechend habe ich mir dieses klare Ergebnis nicht zu träumen gewagt. Das ist natürlich nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe, das ist keine Frage. Aber es ist ein Ergebnis. Ich lege, glaube ich, 3,5% hinter Herrn Horn. Wo noch alles möglich ist. Ich wusste vorher nie genau, was ich erwarten soll. Also ich wusste, ab welchen Prozentzahlen ich frustriert gewesen wäre. Die sind deutlich unter dem, was ich erreicht habe. Und ich freue mich riesig über dieses gute Ergebnis, aber über dieses grandiose Ergebnis. Aber ich habe nichts Konkretes erwartet. Ich glaube, dass die sozusagen, dass es eine gewisse Entfernung gab und dass über die 16 Jahre auch eine gewisse Amtsmüdigkeit eingetroffen ist. Es wurde mir immer so widergespiegelt, dass das viele so wahrnehmen. Und ich glaube, die jüngste Stadt Deutschlands ist auch einfach reif für einen neuen Impuls. Diesen Impuls biete ich und ich bin sehr gespannt und vorfreudig, wie viele sich im zweiten Wahlgang für diesen Impuls entscheiden werden und für dieses Angebot meinerseits. Meine Bilanz kann es eigentlich nicht sein, die ist gut. Diese Bilanz hat auch keiner angegriffen mit Schulsanierung, mit Kita-Ausbau, mit öffentlichem Nahverkehr. Da waren sich alle einig. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass einer der Gegenkandidaten, also insbesondere nicht Frau Stein oder Herr Horn, grundsätzlich eine Alternative zu diesem Kurs, den die Stadt seit vielen Jahren verfolgt, jetzt hat.